Ich würde vorschlagen, wir machen wie bei der Tagesordnung festgelegt jetzt noch den nächsten Punkt, Nummer 12, die Ausschreibung der Stelle der des Beigeordneten für Bildung und Jugend. Es gibt einen Änderungsantrag der Freien Wähler, der zunächst eingebracht werden könnte. Herr Hanig, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Beigeordnete, sehr geehrte Damen und Herren und Kollegen, Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Wir sollten die Redezeit im Stadtrat auf 6 Minuten erhöhen, damit wir das ordentlich hinkriegen. Gerade eben habe ich gehört, die Mütter mit den Kinderwagen, es gibt auch Männer mit Kinderwagen. Aber Scherz beiseite, das Thema, das wir hier haben, ist relativ, für mich war es ein Scherz, sehr geehrte Damen und Herren, Kollegen. Und vielleicht könnten wir uns dazu ermahnen, nicht diese Zwischenrufe jetzt schon anzufangen. Ich habe ja noch gar nicht polemisiert und politisiert. Mir geht es um die Qualität der Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt Dresden. Das ist das Thema, wegen dem wir Freien Wähler hier angetreten sind und versuchen, einen geänderten Ausschreibungstext zu machen. Wir haben diesen Vorschlag hier liegen, wie eine solche Stelle eines ersten Beigeordneten aussehen soll. Und wir sind damit nicht sonderlich glücklich. Ich habe hinter mir hier mal eine Stellenausschreibung aufgeführt. Die Ansprüche, die an diesen Bewerber hier gerichtet sind, Sie müssen es nicht alles lesen, ist vielleicht auch zu klein, aber ich sage es Ihnen, sind im Detail sogar höher als die Ansprüche, die an den Bewerber nach der Stellenausschreibung zu richten sind, die wir heute beschließen wollen. Ich darf vorwegnehmen, das ist jetzt natürlich Polemik und soll auch ein Witz sein, das ist ein Schulungsleiter der Firma Hermes. So werden die Stellen dort ausgeschrieben, wenn Sie in dem Fall, ich habe mal nachgeguckt, 10 Paketboten schulen wollen. Das kann, meine Damen und Herren Kollegen, nicht der Maßstab sein, nachdem eine Landeshauptstadt Dresden Stellen ausschreibt. Und zwar geht es uns hier darum, dass wir ja bedenken müssen, der Oberbürgermeister wird in ein politisches Amt gewählt. Ich will damit nicht sagen, dass der nicht qualifiziert sein muss, aber der ist ein Politiker. Das ist jemand, der muss Interessen vertreten, der muss Stimmen holen, der hat ja seine Fachleute. Aber genau über diese Fachleute müssen wir mit unserer Ausschreibung jetzt entscheiden. Die Beigeordneten sind diejenigen, die fachkundig mit Rat und Tat zur Seite stehen müssen und die den Oberbürgermeister beraten müssen. Wir haben uns dabei orientiert, um es nicht ganz so politisch und ideologisch zu machen, an einer Ausschreibung der Stadt Dresden. Dort hat der SPD-Bürgermeister, der SPD-Oberbürgermeister einen Beigeordneten gesucht und nach diesem Leipziger Vorbild haben wir versucht, mit einem Änderungsantrag die Qualifizierung dieser Stellenausschreibung ein bisschen präziser zu machen. Das ist das, was wir mit diesem Antrag eigentlich erreichen wollen. Wir bitten Sie, darüber nachzudenken. Natürlich muss man auch über was anderes nachdenken. Man muss auch darüber nachdenken, ob es so überhaupt funktioniert, ob man so überhaupt ausschreiben kann und ob das letztendlich rechtlich Bestand hat. Weil wir haben durchaus die Befürchtung, nachdem wir die Zeitung gelesen haben, und ich darf wieder sagen, es ist fantastisch, Stadtratsangelegenheiten aus der Zeitung zu erfahren und nicht von Ihnen als Kollegen selber, nachdem wir aus der Zeitung gelesen haben, dass also schon entschieden ist, sozusagen, wie die Stelle besetzt werden soll. Wir durften also lesen, dass sich die Fraktionen, ich will ja nicht mal sagen, auf der linken Seite des Stadtrates und dass sich alle Fraktionen, die jenseits von diesem Gang sind, vorher geeinigt haben. Wir durften lesen, dass Herr Dornhauser da bereits sozusagen gesetzt ist und dass es dort losgeht. Ich will ermahnen und ich will darauf hinweisen, dass es so einfach unter Umständen nicht sein könnte. Die Stadt Köln von Frau Reker besetzt hat im letzten Jahr die bittere Erfahrung gemacht, dass eine Beigeordnetenwahl scheitert, wenn sie so zugeschnitten ist, dass praktisch eine Person schon vorher feststeht. Wird der Anschein erweckt, dass das Verfahren nicht sauber läuft, muss es gerade gezogen werden, hat die SPD dort argumentiert und hat gesagt, so geht's nicht. Und am Ende ist es tatsächlich so, die Frau Reker selber in einem Pressegespräch gesagt, ist der Eindruck entstanden, dass sich eine Partei hier, natürlich die SPD, schon festgelegt habe, bevor es zu Vorstellungsgesprächen gekommen sei, kann ein geordnetes Verfahren nicht mehr garantiert werden. Also wir finden es nicht gut, hier ist wieder mal was ausgekungelt worden. Ich habe trotzdem noch mal auf das Thema Verwaltung hier eingehen wollen und habe es Ihnen noch mal auf die Wand hier oben mitgesetzt, damit man das noch mal sehen kann. Aber wir meinen also, die Qualität der Ausschreibung ist nicht gut und auch die Herangehensweise ist nicht gut. Wir würden uns
freuen, wenn das anders gemacht würde. Wir haben es immer wieder erwähnt und wir sind enttäuscht, vor allem von Ihnen, meine verehrten Damen und Herren Kollegen in der CDU-Fraktion. Irgendwie ist es schwierig, ja, gerade im Hinblick darauf, dass wir haben diese Diskussion in der Vergangenheit gehabt, ich mache es jetzt einfach auch öffentlich, Ihr Fraktionsvorsitzender gerade mich auch immer angesprochen hat und gesagt hat, ja, mein Umgang mit Demokratie müsse geklärt werden, weil ich als 19-Jähriger und als 18-Jähriger zum Ende der DDR auf der verkehrten Seite des Rechtsstaates stand, auf der Seite der Antidemokraten und Totalitaristen und immer gesagt habe, ich habe daraus gelernt und ich möchte diesen Fehler nie wieder machen. Ich will immer für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie stehen. Gerade deswegen erstaunt mich, dass Ihre Fraktion diesen Weg jetzt geht und nicht mit uns diskutiert, uns nicht einbezieht, sondern bereits vorher etwas tut. Was Sie hier möglicherweise tun und ob das rechtlich Bestand hat und ob das so ist, dass vorher der Bürgermeister schon feststeht und dass eine Stellenausschreibung so funktioniert, das sei mal dahingestellt. Ich will aber mit einem Satz schließen, mit einem Hinweis schließen. Sollten Sie diesem Änderungsantrag nicht stattgeben oder den nicht unterstützen, sondern den Ursprungsantrag hier nehmen, haben wir ein ganz anderes Problem. Kein einziger von Ihnen, meine Damen und Herren Kollegen, wird nämlich dann sich bewerben können, weil der Originalantrag enthält die Formulierung, gesucht wird ein Bewerber, der konstruktiv mit allen Fraktionen und Mitgliedern des Stadtrates zusammenarbeiten kann. Und Sie haben Unvereinbarkeitsbeschlüsse getroffen. Ich durfte aus der Zeitung lesen, dass wir Freien Wähler auch dazugehören. Danke, Frau Filius-Jene, das erspart mir das persönliche Gespräch über dieses Thema, das ich sonst gerne geführt hätte. Jetzt weiß ich es ja, wo das Problem liegt. Aber wenn das so ist, wie will ein Bürgermeister aus Ihren Reihen, der als erster Bürgermeister gewählt wird, die Beschlüsse seiner Fraktion durchsetzen? Entweder Sie brechen Ihre Unvereinbarkeitsbeschlüsse, weil Sie mit den Fraktionen ja nicht zusammenarbeiten wollen, dann sind Sie als Bewerber aber nicht geeignet, oder Sie bewerben sich halt und sehen zu, wie Sie mit Ihren Fraktionsbeschlüssen klarkommen. Also bitte schließen Sie diesen Änderungsantrag nicht von vornherein aus. Ich war jetzt am Ende doch politisch und polemisch, weil es mir am Herzen lag. Aber es ist nicht nur polemisch. Diese Ausschreibung auf jeden Fall wird in keiner Weise funktionieren. Am Ende landet es vor dem Verwaltungsgericht, wissen Sie jetzt schon. Danke. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die CDU-Fraktion. Wird das Wort gewünscht? Herr Krüger. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, der Anlass, dass wir heute über die Ausschreibung des Beigeordneten für Bildung und Jugend sprechen, ist, dass der bisherige Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjahn zum Finanzminister unseres Freistaates ernannt wurde. Und weil es von dieser Stelle aus der Sitzung des Stadtrates noch nicht erfolgt ist, möchte ich Hartmut Vorjahn nicht nur alles Gute und viel Erfolg auch im Sinne unserer Landeshauptstadt wünschen. Vielmehr möchte ich mich im Namen unserer Fraktion für sein Engagement als Bildungsbürgermeister bedanken und besonders daran erinnern, dass er den wichtigen Impuls mit seiner Vorlage zur Weiterentwicklung der frühkindlichen und schulischen Bildungsstrategie in Dresden gegeben hat. Die CDU-Fraktion ist fest entschlossen, dass diese Strategie und die vielen anderen wichtigen Vorhaben im Bereich Bildung und Jugend konsequent weiter vorangetrieben werden. Deshalb stimmen wir der Vorlage zur Ausschreibung heute zu und sorgen mit dafür, dass eine Nachbesetzung zügig erfolgen kann. Das ist auch ein Signal an Dresdner Eltern und Schüler sowie an alle Pädagogen und im Jugendhilfebereich tätigen Akteure, und die Handlungsfähigkeit des Oberbürgermeisters und des Stadtrates werden damit dokumentiert. Dafür war es notwendig, verlässliche Mehrheiten zu bilden und dabei Mitverantwortung zu übernehmen. Meiner Fraktion bin ich dankbar, dass sie diesen Weg mitträgt und das nach einer der Fraktion überaus hart geführten, aber an der Sache orientierten Debatte. Uns war es dabei wichtig, für die künftige Ausgestaltung und Struktur der Geschäftsbereiche Stabilität und Verlässlichkeit zu gewähren. Das gilt natürlich insbesondere auch für den Geschäftsbereich Bildung und Jugend. Unser Ziel ist es, bewährte Strukturen zu stärken und gleichzeitig dort, wo es Anpassungsbedarf gibt, nachzusteuern. So war es zum Beispiel unser Anliegen, den Bereich Wirtschaftsförderung wieder in einen Geschäftsbereich zuzuordnen. Wir sind überzeugt, dass die künftige Einbindung in den Geschäftsbereich 3 die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Wirken der Wirtschaftsförderung deutlich unterstützt.
An dieser Stelle möchte ich mich auch bei Oberbürgermeister Dirk Hülbert für sein Mittun und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Prozess recht herzlich bedanken. Insgesamt kann ich feststellen, dass bei den Beratungen alle Beteiligten besonnen gehandelt haben, da sie nicht nur die Belange der eigenen Fraktion, sondern vor allem die Belange für die Weiterentwicklung der Erfolgsgeschichte Dresden nach der Friedlichen Revolution vor über 30 Jahren im Blick hatten. Das sage ich ganz bewusst auch vor dem Hintergrund der gesammelten Eindrücke und Erlebnisse beim Besuch in Brazzaville-Kongo vor wenigen Wochen. Ich bin froh und dankbar, in meiner Heimatstadt Dresden leben und arbeiten zu können, und in diesem Sinne gehen wir es an. Vielen Dank. Als nächstes die AfD-Fraktion, Herr Lommel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne. Wir haben heute miteinander das Gespräch, nicht nur über eine Ausschreibung zu führen, sondern wir sprechen darüber, wie eben hier Posten vorher organisiert werden. Und die Gemeindeordnung lässt eigentlich zu, sollte so sein, dass alle Fraktionen abgebildet werden sollen. Jetzt wissen wir natürlich auch, es gibt keinen Anspruch, dass es etwas gibt. Ja, das hat damit schon zu tun. Ne? Aber es wird nicht einmal mit allen Fraktionen gesprochen. Es wird nicht mal der Versuch unternommen. Und das finden wir eigentlich unerträglich. Das muss man so deutlich sagen. Ich glaube auch nicht, dass es einen Anlass dafür gibt hier, dass nichts zu tun ist. Wir haben die Ergebnisse aus der Zeitung erfahren. Wir sind den Zeitungen sehr dankbar. Wir hätten das natürlich viel lieber hier vom Herrn Hilbert erfahren und von den zuständigen Organen, aber immerhin, Zeitung gibt es. Und wir haben, das ist eigentlich nicht sehr lustig, dass Sie das alleine miteinander so auskungeln, aber gut. Ja, alles klar. Stabilität und Verlässlichkeit wird hier von der CDU dargeboten. Das hätte man auch erreichen können, wenn man mit allen Fraktionen gesprochen hätte. Das ist etwas ganz Neues Diktus, das jetzt heißt, es gibt nur Verlässlichkeit, wenn man nur gemeinsam mit den Linken und der neuen Gestaltungsmehrheit arbeitet. Das neue Thüringer Modell, auch hier in Dresden in einer gewissen Abwandlung, wir nehmen es zur Kenntnis, wir werden sehen, wie es sich weiterentwickelt. Die CDU wird sich auf diesem Weg selbst fragen, ob sie erfolgreich wird oder nicht. Haben wir nicht zu beurteilen. Das wird der Wähler beurteilen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns den Text angeschaut von den Freien Wählern, der im Gegensatz zu der Vorlage hier gegeben ist. Und wir haben dann abgewogen und in Rechnung gestellt, und der neue Antrag, Ersetzungsantrag, ist von der Qualität aus meiner Sicht hochwertiger. Wir werden ihn unterstützen. Ich habe den Eindruck, dass dieser Text dazu eher geeignet ist, nicht vororganisierte Posten zu verteilen, sondern ein Höchstmaß von Qualität dieser Stadt zuzufügen. Und ich hoffe, dass uns das dennoch noch gelingen wird. Herzlichen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Schäuble. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich möchte direkt auf meinen Vorredner eingehen und will Ihnen sagen, Gruppierungen, deren Geschäftsmodell darin besteht, zum Zwecke der eigenen Stimmenmaximierung demokratische Prozesse und Institutionen verächtlich zu machen, immer wieder geistige Brandstiftung zu betreiben und Hass gegen ganze Bevölkerungsgruppen aufzustacheln. Derartige Gruppierungen sind keine Gesprächspartner für uns. Das in aller Deutlichkeit. Und meine Damen und Herren, auf den ersten Redner in dieser Debatte eingehend will ich mal bemerken, der Kollege ist ja auch Jurist und ich finde es ganz bemerkenswert, wie er in ein und derselben Rede einerseits behaupten kann,
diese Ausschreibung sei ja ganz schwammig und müsse präzisiert werden und andererseits behaupten kann, diese Ausschreibung sei auf genau eine Person exakt zugeschnitten und das ging auch auf gar keinen Fall. Also wie diese beiden Argumentationslinien in Einklang zu bringen sollen, das erschließt sich nicht. Vielleicht überprüfen Sie diese nochmal selbstkritisch. Meine Damen und Herren, zum Dritten möchte ich darauf hinweisen, dass es sich hier nicht um einen Antrag der CDU, der Grünen, der Sozialdemokraten oder der Linken handelt, sondern eine Vorlage unseres Oberbürgermeisters, Mitglied der FDP. Und warum haben sich jetzt verschiedene Fraktionen zusammengefunden und Gespräche geführt? Wenn man nicht nur von der Wand bis zur Tapete guckt, sondern eine etwas größere Perspektive einnimmt, dann stellt man fest, dass bereits jetzt mit dieser Ausschreibung und der dann erfolgenden Wahl des oder der Bildungsbürgermeisterin der Landeshauptstadt Dresden bestimmte Weichenstellungen vorgenommen werden, nämlich hinsichtlich der Aufteilung der Ämter, hinsichtlich der Struktur unserer Stadtverwaltung. Und deshalb muss man, bevor man in einen solchen Prozess einsteigt, sich das Gesamttableau anschauen und entsprechend eine Entscheidung treffen, wohin man will, weil ansonsten nämlich mit einer Entscheidung bereits vollendete Tatsachen getroffen werden können. Und jetzt muss man sich anschauen, wir können mal den Blick nach Thüringen richten. Da haben wir gerade gesehen, was passiert, wenn sich, wie am 5. Februar erfolgt, eben keine Mehrheit für etwas Konstruktives findet, sondern die destruktiven Kräfte die Oberhand gewinnen. Eine handfeste Regierungskrise, und genau das wollten wir für die Landeshauptstadt Dresden vermeiden. Wir wollten erreichen Stabilität und Verlässlichkeit, eine handlungsfähige Verwaltungsspitze, und zwar unter Beteiligung wesentlicher gesellschaftlicher Kräfte in dieser Stadt. Und ich erinnere einmal daran, es war 2001, ich bin ja schon eine Weile dabei, da wurden hier Beigeordnete gewählt und die waren alle von der CDU bis auf einen, das war der Wirtschaftsbürgermeister Dirk Hilbert, FDP. Und ich finde, da sind wir inzwischen doch viel weiter. Rot-Grün-Rot hat nämlich 2015 einen ganz neuen Ansatz gewählt. Wir hatten damals eine solide Mehrheit und wir haben damals schon gesagt, wir werden nicht nur Bürgermeister von Linken, SPD und Grünen wählen, nein, wir werden auch unseren politischen Gegner, die CDU, beteiligen. Und das war richtig, weil wir gesagt haben, die wesentlichen gesellschaftlichen Akteure in dieser Stadt sollen gemeinsam in der Stadtspitze Verantwortung übernehmen, weil auch das dazu beiträgt, konstruktiv miteinander ins Gespräch zu kommen und an der Lösung der Probleme dieser Stadt zu arbeiten. Und wir haben aufgrund dieser Erfahrungen gesagt, genau das wollen wir fortsetzen, und zwar bei allen inhaltlichen Unterschieden. Also ich stehe nun mit Sicherheit nicht im Verdacht, ein besonderer Freund der CDU-Fraktion zu sein. Wir haben uns hier im Rat immer wieder harte inhaltliche Debatten geliefert, manchmal auch mit etwas polemischem Salz in der Suppe. Und trotzdem müssen Demokraten an den entscheidenden Stellen auch in der Lage sein, gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und das machen wir hier. Und meine Damen und Herren, der Umstand, dass hier vier Fraktionen miteinander ins Gespräch gekommen sind und auch zu Lösungen gekommen sind, die auch durchaus eben inhaltlich sehr unterschiedliche Positionen vertreten, zeigt doch, dass es hier im Stadtrat möglich ist, auch lagerübergreifend Verantwortung zu übernehmen und dass wir in der Lage sind, diese Verantwortung wahrzunehmen. Und was wäre denn die Alternative? Chaos, Instabilität und Durcheinander. Und das wollen wir nicht. Und gestatten Sie mir kurz noch einen letzten Gedanken. Wir haben auch die FDP eingeladen, an diesen Gesprächen teilzunehmen. Und als sie dann da war, was ist da passiert? Sie kam unpünktlich, sie kam unvorbereitet, sie war unkonzentriert. Wir haben sie gefragt, was wollt ihr denn für eine Aufteilung? Und da haben wir keine Mitteilung erhalten. Sie wussten schlicht
Sie wussten schlicht nicht, was sie wollten. Sie wurden dazu aufgefordert und haben uns... Ja, sie wurden gebeten, ihre Vorstellungen mitzuteilen. Dazu waren sie nicht in der Lage. Meine Damen und Herren... Ja, Herr Oberbürgermeister, ich komme zum Schluss. Meine Damen und Herren, ich denke, wir haben hinsichtlich der künftigen Struktur der Verwaltungsspitze eine gute Lösung gefunden. Wir setzen auf den Erhalt von Bewährtem. Wir setzen auch neue Akzente. Und ich bitte um Zustimmung zur Vorlage unseres Oberbürgermeisters zur Ausschreibung des oder der Beigeordneten für Bildung. Vielen Dank. Wird SPD das Wort gewünscht? Dann Frau Frohwiese, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Herren, jetzt lassen wir aber die Kirche mal bitte im Dorf. Also hier höre ich solche Sachen wie, wir sollen Sie vorher informieren und nicht über die Presse aus dem Mund derer, die selbst, wenn wir ausdrücklich miteinander zu Themen Vertraulichkeit im Ältestenrat vereinbaren, ihre Dinge per Pressemitteilung der ganzen Stadt mitteilen. Und im Übrigen, das dürfen wir ja nicht aus nicht öffentlichen Sitzungen zitieren, aber ich glaube, diese Vorlage zur Ausschreibung, die wir heute behandeln, stand am 24.02. im Ältestenrat auf der Tagesordnung. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht darüber, formulieren wir es mal so, wie echauffiert hier jetzt gerade argumentiert worden ist. Und Herr Hannig, im Gesetz steht sehr wohl was von Vorschlägen der Parteien und Wählervereinigungen. Im Gesetz, und das ist, glaube ich, auch tatsächlich nicht die Realität hier bei uns in der Stadt, steht nichts davon, dass die Beigeordneten oder der Oberbürgermeister Beigeordnete der Fraktionen seien. Und ich glaube, es gibt auch tatsächlich keinen Anlass, das zu befürchten. Die Realität hier in unserer Stadt lehrt da ja durchaus etwas anderes. Aber worum geht es denn heute tatsächlich? Es geht um einen der aus meiner Sicht wichtigsten Geschäftsbereiche, die wir in dieser Stadt hier zu besetzen haben. Herr Krüger hat schon darauf hingewiesen, jetzt vorzeitig neu zu besetzen haben, weil der Amtsinhaber in die Landespolitik gewechselt hat. Und es ist ein Geschäftsbereich, neben Klima, denke ich, tatsächlich die wichtigsten Herausforderungen vereint in diesem Bereich Bildung, der momentan an vielerlei Hinsicht vor schwierigen Herausforderungen steht, schon alleine daran, dass dort auch drei Amtsleitungen im Moment zu besetzen sind und es deswegen extrem wichtig ist, dass wir hier schnellstmöglich in ein neues Verfahren und zu einem oder einer neuen Beigeordneten bekommen. Wir haben gerade den dritten Bildungsbericht vorgelegt bekommen, der zeigt, wie groß die Aufgaben in diesem Feld immer noch sind. Wir haben 2017 diesen Geschäftsbereich geschaffen, haben gesagt, wir müssen alle Themen, die zu einer integrierten Bildungsplanung gehören, von der frühkindlichen Bildung, von der Kita bis zum lebenslangen Lernen, über die Schulen, über die Jugendhilfe in einem Geschäftsbereich zusammenfassen. Da sind wir beim Ausschöpfen dieser Synergien in dieser kurzen Zeit, wie wir diesen Geschäftsbereich jetzt haben, noch nicht annähernd so weit gekommen, wie wir kommen müssen. Insofern konzentrieren wir uns doch lieber darauf. Liebe Kollegen von den Freien Wählern, wir arbeiten ja papierlos, aber ich habe es mir extra mal ausgedruckt. Sie haben sich ja noch nicht mal Gedanken darüber gemacht, was wirklich sinnvollerweise aus Dresdner Perspektive in diese Ausschreibung reinkommen müsste. Da kann man ja drüber diskutieren, über Ergänzung. Sie haben schlicht und einfach komplett aus der Ausschreibung der Stadt Leipzig für den Beigeordneten für das Dezernat Stadtentwicklung und Bau kopiert, inklusive Tippfehler. Ich habe mich schon gewundert, warum da steht, für diesen Geschäftsbereich bei uns wäre es wichtig, Steuerung, Planung und Realisierung von komplexen Projekten, also mir ist im Bildungsbereich anderes wichtig und dann sind da auch noch Tippfehler drin, dann gucke ich nach, wer das für was für ein Beigeordneten das ist. Für Bau und Stadtentwicklung macht das, glaube ich, durchaus Sinn. Sie haben da reingeschrieben, der oder diejenige, die sich da bewirbt, braucht Kenntnisse im Kinder- und Jugendhilferecht, das kann man machen. Ich glaube, wir suchen aber gerade keinen, also jedenfalls an der Stelle, wir suchen schon, aber nicht an der Stelle, einen Jugendamtsleiter oder eine Jugendamtsleiterin. Sie haben komplett übersehen, dass dieser Geschäftsbereich für die Schulen zuständig ist. Dann hätten Sie auch hinschreiben können, man soll das Schulgesetz kennen, aber genau das ist eben nicht die Grundlage, über die wir sprechen. Der Herr Scheubach hat schon darauf hingewiesen, auf der einen Seite ist Ihnen die Ausschreibung zu schwammig, wie Sie es in Ihrer Begründung schreiben, auf der anderen Seite ist sie Ihnen zu sehr auf jemanden zugeschnitten, wie Sie es jetzt hier gerade gesagt haben.
Sie sagen, das ist jetzt viel besser, wie Sie das vorschlagen. Gut, bei uns steht in dem Ausschreibungsentwurf der Verwaltung Hochschulabschluss, in Ihrem Entwurf steht Hochschulabschluss, im Verwaltungsentwurf steht Leitungserfahrung in kommunaler Verwaltung, bei Ihnen steht Führungserfahrung, gut, kann man sich über die Begriffe streiten, hier steht Entscheidungsfreude, bei Ihnen steht zielorientiertes Arbeiten, also ich glaube, das, was Sie hier vorgelegt haben, ist reiner Populismus. Also was brauchen wir jetzt tatsächlich? Wir brauchen schnellstmöglich eine engagierte und fachkompetente Besetzung in diesem Ressort des Beigeordneten oder der Beigeordneten für Bildung und Jugend. Im Übrigen ist überhaupt nichts verwerflich daran, wenn jemand sagt, er wird sich darauf bewerben. Es gibt überhaupt keine Vorfestlegung auf irgendwelche Personen. Wir brauchen für die großen Herausforderungen, von denen wir stehen, und ich möchte jetzt nur drei beispielhaft nennen, das Thema Integration, das Thema Inklusion und das Thema Partizipation, insbesondere vor dem Hintergrund auch des Fachkräftemangels, den wir in allen diesen Bereichen auch haben, schnellstmöglich wieder eine solide Besetzung, eine solide Struktur. Wir haben Stadtteile mit ganz großen Lücken in der Jugendarbeit, die keine Jugendzentren haben. Kita-Fachkräfte hatte ich schon angesprochen. Also lassen Sie uns bitte in der Sache hier über diese Ausschreibung heute sachlich und ruhig miteinander sprechen, die auf den Weg bringen. Und es steht Ihnen dann völlig frei, steht auch im Zeitplan dieser Vorlage drin, in Ihren Fraktionen die entsprechenden Bewerberinnen und Bewerber sich anzuhören und auch gerne Gäste dazu einzuladen. Da wird nichts hinter verschlossenen Türen ausgedealt, wie Sie es hier behauptet haben. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Freie Wähler, Herr Genschmer. Herr Oberbürgermeister, als erstes möchte ich das von Peter Krüger aufgreifen. Auch mir ist es wichtig, Herrn Feuerhahn zu danken für das, was er geleistet hat. Das war wirklich ein ordentlicher Fachbürgermeister mit Qualifikation. Ich gehe gar nicht so sehr auf die letzte Legislaturperiode hin, wo uns, ich sag mal, klugerweise von der Landesregierung zum Schaden der Stadt Dresden abgeluchst wurde. Vielmehr dürften wir ihm verdanken, seine Aktion rund um den MOBA-Verkauf, die maßgeblich mit dazu beigetragen hat, Dresden in den Status zu versetzen, wo wir heute sind. Aber gleichzeitig möchte ich natürlich Rot-Rot-Grün alles Gute wünschen und meinen besten Glückwunsch übermitteln, wie sie die CDU gekriegt hat. Wenn wir die heutige Beigeordnetenriege sehen, resultiert die aus dem Wahlergebnis von der vorletzten Wahl. Die CDU hat natürlich im Interesse der eigenen zwei Mandate das bürgerliche Lager, was nach der letzten Wahl den Rat genau halbiert, ignoriert. Vielmehr waren wir wirklich geschockt, als wir, und Herr Scholbach, Sie haben das wunderbar in Ihrem Post über die Fraktionsseite geteilt, Ihre Freude können wir absolut nachvollziehen, wo Sie Stabilität und Kontinuität vor Freude der Öffentlichkeit mitgeteilt haben, aber dass dann am Tag danach in dem Pressebericht der Vertreter der CDU, der an den Verhandlungen teilnimmt, gleich mal gesagt hat, wir haben uns geeinigt, ich mach's. Ist es schon relativ lustig, aber am Ende, der Wähler wird es registriert haben. Viel Erfolg. Zum Abschluss der Fraktionsrunde für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Filosin. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Genschmar, Sie haben ja jetzt gerade den Änderungsantrag Ihrer eigenen Fraktion konterkariert, indem Sie Herrn Vorjohann, also für einen ganz hervorragenden Bildungsbürgermeister hier als gelobt haben. Der war übrigens Volkswirt, also oder ist es. Das heißt also, all Ihre Präzisierungen, was man an Qualifizierung mitbringen muss, Sie haben als Bildungsbürgermeister gerade gesagt. Jedenfalls, darum ging es gerade, da haben Sie zugestimmt und genau deshalb denke ich, ist auch diese Ausschreibung, so wie sie ist, mit einer gewissen Flexibilität
durchaus richtig und selbstverständlich stehen die beamtenrechtlichen Dinge und dass man einen Hochschulabschluss braucht, alles drin. Und Sie sind gerade, Sie, Herr Genschmeyer, auch lang genug hier im Rat, um zu wissen, wie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gewählt werden und dass da vorher zwar diese Vorschlagsrechte ausgehandelt werden können, aber natürlich keiner vorher festlegen kann, der oder der wird's. Da gibt es Bewerber und am Ende wählen wir hier. Dies nur noch mal so als kleines ABC, wie das funktioniert. Ich kann jetzt nur feststellen, auch wenn ich gelesen habe, was für Äußerungen gegenüber der Presse gemacht wurden, was die Presse geschrieben hat, eine Zeit lang zu Beginn dieser neuen Legislatur hieß es, ja, ihr schafft es nicht, in diesem Rat Mehrheiten zu organisieren. Der Stadtrat ist ein zerstrittener Sauhaufen und nicht arbeitsfähig. Wir wissen alle, dass wir hier auch schon Sitzungen hatten seit der letzten Wahl, auf die wir, bin ich ganz selbstkritisch, auch selber nicht mit großem Stolz zurückblicken können, weil wir tatsächlich ein zerstrittener Sauhaufen waren. Jetzt, wo es gelungen ist, in zähen Verhandlungen bei einem wichtigen Thema eine Einigung von 2/3 dieses Stadtrats zu formulieren, heißt es wieder, es ist Kungelei. Aber natürlich muss, das wurde schon mehrfach gesagt, wenn an einer Stelle die Geschäftsbereiche angefasst werden, ein Bürgermeisterposten zu besetzen ist, das ganze Paket betrachtet werden. Das war immer so und ist nichts Neues. Und da sind wir gerade bei dieser sogenannten PAD-Situation, zu der sage ich gleich noch was im Rathaus, wir dazu verdammt, wenn wir nicht handlungsunfähig sein wollen, wir sind dazu verdammt, uns zu einigen. Und die 4 beteiligten Fraktionen haben sich dieser Verantwortung gestellt. Jetzt wurde immer gesagt, ha, ihr habt ja im stillen Kämmerlein gekungelt und dann erfahren wir das über die Presse. Zum Thema Transparenz. Wir, alle 4 Fraktionen, die daran beteiligt waren, alle 47 Stadträtinnen und Stadträte, die dahinter sind, sagen für jeden transparent nachvollziehbar, mit wem wir uns worauf geeinigt haben. Das kann man schriftlich nachlesen. Das war in der Pressemitteilung, die wir rausgeschickt haben. Anders als früher, als viel kleinere konservative Mehrheiten, und da sage ich jetzt auch mal, ich gucke Sie schon an, Herr Zastrow, unter intensiver Beteiligung der sich jetzt hochempört gebenden FDP die Posten etwa nach dem WOBA-Verkauf unter sich verteilt haben. Da ist aber keine Pressemitteilung nachher rausgegangen. Wir haben uns hierauf und darauf geeinigt. Da hat man dann nur nachher zum Beispiel gesehen, ich greife das mal raus, weil das mich am politisch auch haben, also oder von meinem Fachbereich am meisten tangiert hat, wer dann da Kulturbürgermeister geworden ist. Also das ist im stillen Kämmerlein und ohne jegliche Transparenz passiert. Und es ist mir jetzt klar, ich habe irgendwie doch da, also hier, ach hier zeigt es mir an, okay. Es ist mir klar, dass jetzt von Ihrer Seite vor allem auf die CDU angeschossen wird. Und da sage ich mal, die Kolleginnen und Kollegen brauchen jetzt ein dickes Fell. Und dabei, und das ist jetzt mal festzuhalten, stellt sich diese Fraktion, die CDU, in diesem Stadtrat nicht nur ihrer, einfach nur ihrer Verantwortung. Und ich sehe es als ein sehr hohes Gut an, dass die CDU dieses Stadtrates keine gemeinsame Sache mit der AfD macht, sich also nicht einfach rechnerisch auf die andere Seite eines fiktiven Lagers ziehen lässt, hier GRR, da die anderen. Und jetzt sage ich es mal, liebe AfD, Sie sind nicht das bürgerliche Lager. Das würden Sie gerne sein, Sie sind es nicht. Und die Christdemokraten in diesem Hause haben gemeinsam mit uns gezeigt, dass sie keine Thüringer Verhältnisse wollen, sondern für Stabilität und Handlungsfähigkeit stehen. Und deswegen möchte ich abschließend nur noch mal kurz sagen, was ich tatsächlich auch in der Pressemitteilung schon gesagt habe. In Zeiten von stark angeheizten politischen Konfrontationen ist es ein wichtiges Zeichen, dass es weit über Parteigrenzen hinaus, genauer gesagt über 2/3 des Stadtrates hinweg gelungen ist, sich auf eine Fortsetzung einer gemeinsamen Verantwortungspolitik zu einigen und dabei gleichzeitig mit Augenmaß die Zuschnitte der Geschäftsbereiche so anzupassen, dass sie in der aktuellen
an und Herausforderungen bestmöglich gewachsen sind. Um nichts anderes geht es, und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. So, ich sehe weitere Wortmeldungen. Herr Dr. Braunstein, Herr Zastrow. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Hanich, ich möchte mich wirklich auf das Schärfste verwahren gegen diesen Zusammenhang, den Sie hier äußern. Natürlich ist das, und das ist billige Polemik, die Sie hier abgelassen haben, wenn die CDU da einen Vorschlag hat, dann kann man es auch machen. Was, wenn das richtig wäre, was Sie, Hanich, hier gesagt haben, dann wäre es ein Bewerbungsverbot von all denjenigen, die hier irgendwo in Betracht kommen. Wenn Ihr Vortrag auch nur mal bei näherem Hinsehen auch nur ansatzweise irgendeine Substanz hätte, dann hätten Sie hier vielleicht eine einen Ausschreibungstext hingelegt, bei dem etwa Herr Donhauser sagen müssen, das hat er nicht. Also was soll das? Sagen Sie mir irgendetwas, wenn Sie Herrn Donhauser kennen, was bei Ihrem Bewerbungstext nicht dazu führen würde, dass es ist. Und wenn Sie das unterstellen, einmal, dann kippt Ihr ganzes Kartenhaus nämlich komplett auseinander, dann hat das mit irgendeinem Zuschnitt, und wenn Sie den Ausschreibungstext lesen, mit irgendeinem Zuschnitt auf irgendeine Person aber nun gar nichts zu tun. Das Gegenteil ist der Fall, wenn man es nämlich näher hinsieht. Das Gegenteil wäre nämlich mit Ihrem Vorschlag der Fall, weil Sie den Bewerberkreis derartig einengen, dass der Bewerberkreis so klein wird, dass sich da so gut wie ganz wenige Personen nur drauf bewerben können. Was soll das? Wenn Ihr Vorschlag durchgehen würde, dann wäre der Vorwurf berechtigt. Aber da der Ausschreibungstext so weit gefasst ist, kann sich dort jeder bewerben, und da kann ich und mein Vorredner nur anschließen, ist es so, dann wird in diesem Stadtrat mit Mehrheit irgendwo entschieden. Und dann muss der Kandidat, der dann hier benannt wird, möglicherweise, und so steht es drin von uns, der muss in diesem Rat dann vielleicht auch noch eine Mehrheit finden. Und dann können Sie das gerne versuchen vom Verwaltungsgericht. Das ist alles längst durchgekaut. Es ist eine Unverschämtheit, was Sie hier machen. Eine billigste Polemik, weil natürlich auf den ersten Blick dieser Eindruck entstehen kann. Ist doch vollkommen klar. Das ist billiges Geschäft, was Sie machen. Und es geht in der Tat darum. Wir haben in einer Aktuellen Stunde gesagt, wir brauchen hier eine bürgerfreundliche, eine leistungsfähige Verwaltung. Da können wir uns dann aber auch nicht ein Gezerre darum in irgendwelche Zufallsmehrheiten irgendwo dann bilden, um hier eine vernünftige, funktionierende Verwaltung hinzukriegen. Also bitte lassen Sie diese Polemik, und wenn Sie so billig auf diesen ersten, über diese Stöckchen meinen, springen zu müssen, ich glaube, bei näherem Hinsehen wird man das verstehen, dass es so nicht gehen kann. Also wenn Sie wollen, dass man mit Ihnen zusammenarbeiten, dann bitte etwas mehr Seriosität, einen Beitrag dazu, dass man mit Ihnen zusammenarbeiten könnte, haben Sie mit Ihrer Rede jedenfalls nicht geliefert. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Zastrow. Ja, meine Damen und Herren, eigentlich wollte ich gar nichts zu dem Tagesordnungspunkt sagen, weil für uns geht es heute bei dem Tagesordnungspunkt ja nie um das Prozedere oder die neue Koalition, die sich hier gebildet hat. Dazu haben sowohl der Kreisvorsitzende Holger Haase als auch ich dazu was gesagt. Heute geht es darum, dass wir eine Ausschreibung auf den Weg bringen, die wir ja brauchen. Wir haben keinen Bildungsbürgermeister mehr, den soll es auch weitergeben. Und Frau Fios-Jener oder liebe Kollegen, Sie haben, glaube ich, vergessen zu sagen, dass wir in dieser Runde, in der wir da gesessen haben, gesagt haben, wir sind auch dafür, bevor man alles klärt bei den Differenzen, lass uns diese Ausschreibung auf den Weg bringen. Und nur darum geht es heute. Nur darum geht es heute, dagegen haben wir gar nichts. Wie man dann die Kandidaten, muss erstmal gucken, wer sich bewirbt, wie man das dann bewertet, das ist hinterher eine Sache, nie heute, nicht heute. So, deswegen haben wir uns ordnungsgemäß zurückgehalten. Jetzt haben Sie aber meinen Namen ein bisschen zu oft hier genannt und wir als FDP sind angesprochen worden, dann denke ich doch, dann. Und Sie haben mich mit schweren Vorwürfen konfrontiert, zu denen ich schon Stellung nehmen will. Mir wurde vorgeworfen, ich wäre unpünktlich gewesen. Da finden Sie mal mit dem Pickup hier am Rathaus einen Parkplatz. Das ist unheimlich schwer. Ich als Vertreter. Ja. Jetzt weiß ich wahrscheinlich, da ich ja ein Auto fahre, was wirklich ein Werkzeug ist, das ist unheimlich schwer. Mein Kollege, liebe Frau Fios-Jener, lieber Herr Scholbach,
Mein Kollege Schäfer, Herr Maloney, war ja da und übrigens auch pünktlich, und so viel zu spät kam ich gar nicht. Als ich kam, erinnere ich es gerne an das, was ich gesagt habe, weil das ist ganz einfach und das ist dann auch vielleicht interessant für alle, die das heute mitverfolgen. Das Erste ist, ich habe meine Verwunderung geäußert, warum wir eingeladen worden sind, die Freien Wähler aber nicht. Ich verstehe, ja, hat auch der Oberbürgermeister was dazu gesagt, dass man die AfD vielleicht nicht einlädt. Aber warum man die Freien Wähler nicht einlädt, habe ich nicht verstanden. Die Frage habe ich gestellt, da haben Sie dann mehr oder weniger sinngemäß gesagt, das sind für Sie die gleichen, wie die AfD-Leute sind. Das finde ich ziemlich bedenklich und finde ich auch ziemlich daneben. Tut mir leid. Dann habe ich Ihnen etwas ganz Klares gesagt. Wir sind hier nicht dabei, um irgendwie über das ein oder andere Detail in Zuschnitten zu diskutieren, wo wir unsere Vorschläge eingebracht haben. Ich erinnere an unseren Vorschlag zum Thema Tourismus und auch zum Thema Wirtschaftsbürgermeisterei. Ich erinnere an meinen Vorschlag zum Thema Mobilität und Verkehr und wie das in Zukunft zu organisieren ist. Ich habe eins gesagt, wir sind hier nicht die Alibi-Fraktion, die für Sie alle ein Feigenblatt ist. Ich habe gesagt, wir reden als FDP-Fraktion über die Besetzung der Bürgermeister mit. Wir bestehen darauf, dass das Wahlergebnis sich widerspiegelt in der Verteilung der Bürgermeister. Und das kann nicht 5-2 sein für ein linksgrünes Lager, 5 Bürgermeister, für ein Mitte-Rechts-Lager, 2 Bürgermeister. Nein, das machen wir nicht. Es muss, wenn, dann 4-3 oder, das war auch ein Vorschlag, Frau Fiesen, übrigens, finde ich, ein sehr guter Vorschlag. Wir haben gesagt, lassen Sie uns einen Bürgermeister einsparen, machen wir 6 daraus. Auch das ist ein vernünftiger Entbürokratisierungsvorschlag. Sie wollten über keinen einzigen dieser sehr konkret gemachten Vorschläge überhaupt sprechen. Sie wollen über das, was substanziell in dieser Stadt passiert, mit uns als FDP-Fraktion und mit den anderen überhaupt nicht reden. Das ist die Wahrheit. Deswegen, übrigens, sind nicht wir ausgestiegen, sondern ich habe in der Zeitung gelesen gestern, dass Sie ausgestiegen sind. Sie haben uns gar nicht mitgeteilt, dass Sie gar keine Gespräche mehr führen. Sie haben eine Vereinbarung gemacht, die ja wahrscheinlich auch nicht so plötzlich irgendwie in 2 Minuten entstanden ist, sondern Sie haben sie einfach vorgelegt. Sie haben mir noch nie mal gesagt, Sie sind nicht mehr dabei. Das sehe ich in der Zeitung. Das ist Ihre Politik und das ist politische Unkultur. Und das tut dieser Stadt nicht gut. Und Sie werden es bei den nächsten Wahlen als Quittung bekommen, vor allem Sie von der CDU. So, das hat zu einer weiteren Redemeldung geführt. Frau Fiedelsjede. Lieber Herr Zastrow, ich hatte mir das tatsächlich vorher schon überlegt und hatte das auf meinem Stichwortzettel und habe gedacht, ich lasse es mal weg. Sie sind, glaube ich, so lange in diesem Stadtrat wie ich. Sie sind auch 2004 reingekommen, oder? So, ich habe gelernt, was es eigentlich heißt, zu verhandeln und Interessen auszugleichen. Das heißt, jetzt sagen Sie, ja, das stimmt, Sie haben da ein paar Sachen reingeworfen. Sie haben gesagt, den und den Geschäftsbereich kann man ja ganz wegstreichen und Sie wollen hier, dass sich das Wahlergebnis niederschlägt. Das stimmt, das haben Sie so gesagt. Ich habe vorher schon erklärt, und dazu stehe ich, das weiß auch jeder, dass wir Grüne da eine ganz eindeutige Position haben. Für uns ist die AfD keine demokratische und schon gar keine bürgerliche Kraft. Und jetzt sage ich, nein, das mache ich nicht. Sie sind demokratisch hereingewählt worden, das stelle ich nicht in Frage. Aber ich muss nicht, wenn ich Mehrheiten suche in diesem Rat, mit einer undemokratischen Partei verhandeln. Und jetzt sage ich Ihnen, wenn Sie, Herr Zastrow, und das ist das Problem, ich mache es jetzt mal öffentlich, ich sage das oft auch in Gesprächen mit Ihren Kollegen oder auch mit anderen, Sie fordern immer, Sie haben am Anfang gefordert, dass die AfD mit am Tisch ist. Dann haben Sie gemerkt, na, da ist der Widerstand vielleicht zu groß. Dann haben Sie gesagt, na dann wenigstens die Freien Wähler. Ich habe hier nicht den Zeit und nicht den Platz, um auseinander zu dividieren, warum diese Freien Wähler in diesem Rat wirklich nicht sehr weit weg sind von der AfD. Man kann ja auch sehen, wie in den Ausschüssen da entsprechend zusammengearbeitet wird. Es ist auch Ihr gutes Recht. Jeder sucht sich seine Allianzen, aber das sind nicht unsere. Und jetzt sage ich mal, Herr Zastrow, ich habe, seit ich Sie kenne, noch niemals
jemals von Ihnen gehört, wenn Sie irgendwas mit mir wirklich verhandeln wollten, dass Sie auch mal gefragt hätten, was können wir tun, damit wir uns vielleicht auf irgendetwas einigen. Also mal bereit zu sein, zu gucken, wie sind denn die Interessen, wie kann man denn auf den anderen dann auch mal einen Schritt zugehen. Von Ihnen habe ich immer nur Forderungen gehört. Das muss sein, das muss sein, das muss sein, dass Verhandlungen, die wir, das muss ich jetzt mal wirklich sagen, und wir werden uns ja alle wieder fetzen und es ist jetzt keine Liebesheirat auf die nächsten Jahre hinweg, aber in dieser Runde mit den vier Fraktionen war es jetzt so, dass man wirklich hart an der Sache, aber immer auch überlegend, was braucht der andere, damit er so ein Ergebnis seiner Fraktion vorstellt. Kann. Das habe ich nicht gehört. Und ich bin sehr gerne bereit, bei fachlichen Themen mit der FDP selbstverständlich zusammenzuarbeiten, wenn wir genau das hinkriegen, dass wir sagen, ja, da bin ich nicht großzügig, das halte ich für eine Selbstverständlichkeit, denn prinzipiell ist selbstverständlich die FDP, die Freien Demokraten, eine demokratische Kraft, mit der man reden muss. Aber ich habe Ihnen jetzt gerade noch mal gesagt, wie das gelaufen ist und dass Sie, und das war, ist das Problem, wenn man mit Ihnen an diesem Punkt am Tisch sitzt, hat man indirekt die Freien Wähler und die AfD mit dabei. Das haben Sie selber so gewollt und das haben Sie selber auch so nach draußen verkündet und deshalb gab es diese Einigung auf dieser Basis, die ist solide, die ist vernünftig und die wird diesem Stadtrat auch nicht zum Schaden sein. Das kann ich Ihnen nur noch mal sagen. Danke. Als nächste Wortmeldung, Herr Schäuber. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, lieber Herr Zastrow, ich spreche gerade zu Ihnen, wenn, mögen Sie zuhören? Ja, ich will mich ja mit Ihren Argumenten auch auseinandersetzen. Zunächst mal, Herr Zastrow, ist es so, es waren ja interessante Wochen jetzt und ich stelle einfach mal fest, der Oberbürgermeister ist gekommen und hat seine Vorstellungen auf den Tisch gelegt. Die musste man nicht teilen, aber man konnte sich zumindest damit auseinandersetzen. Die CDU hatte ihre Vorstellungen, die Grünen, die SPD, die Linken. Haben alle auf den Tisch gelegt, entweder in Form von Dokumenten oder geäußert, haben Interessenlagen geäußert. Damit konnte man sich auseinandersetzen, man konnte darüber reden, man konnte darüber streiten und man konnte schauen, wie man sozusagen diese unterschiedlichen Interessenlagen zueinander bringt, zu einer Lösung, die zum Schluss eine Mehrheit im Rat haben. Und mit Verlaub, Ihre Fraktion war eingeladen und von Ihnen kenne ich so etwas bis heute nicht. Das ist der Punkt. Das Zweite ist jetzt, ich habe Ihrem Fraktionsvorsitzenden zugehört, vielleicht wollen Sie mir dieselbe Ehre erweisen. Meine Damen und Herren, zum Zweiten ist es so, dass es nun mal nicht jede Splittergruppierung in diesem Hause einen Anspruch hat, einen Beigeordneten zu stellen. Und da müssen wir uns einfach mal ganz nüchtern die Wahlergebnisse anschauen. Herr Zastrow, mit Verlaub. Sie wurden in dieser Stadt nicht von einem Drittel gewählt, wie Sie hier immer suggerieren wollen. Und wenn man sich mal Ihre Fraktion anschaut, sehr richtig, Herr Kollege Löser, muss man sich die Frage stellen, sind Sie denn eigentlich eine Fraktion, die zwar aus 5 Personen besteht, aber die 3 verschiedene politische Richtungen vertreten, je nachdem, mit wem man gerade spricht. Also, wen wollen Sie denn hier vertreten? Das ist die entscheidende Frage. Und dann verweise ich nochmal, ich habe es vorhin bereits ausgeführt, nicht wahr? 2001, minimales Wahlergebnis, Sie hatten einen Beigeordneten. Dann hatten wir 2008, minimales Wahlergebnis, Sie hatten wieder einen Beigeordneten. Sie haben sich immer zum willfährigen Steigbügelhalter einer jeweiligen Mehrheit angedient. Und jetzt, wo Sie dieser Rolle enthoben sind, da zeigen Sie auf eine große Mehrheit und schreien Kungelei. Mit Verlaub, das ist der Treppenwitz der Geschichte. Vielen Dank.
So, es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor und ich würde gerne mal den Sack zubinden, denn wir wollen ja eine Ausschreibung auf den Weg bringen und jetzt nie alles, was wir in Zukunft vielleicht noch an Strukturen planen, miteinander hier debattieren. Wir haben einen Änderungsantrag vorliegen der Freien Wähler. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 46 Nein, 5 Enthaltungen, damit abgelehnt. Damit kommen wir zur Abstimmung über die Vorlage. Unverändert, wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 16 Nein, 7 Enthaltungen, damit so zugestimmt. Und damit gehen wir doch nun deutlich später in die Pause und setzen 19.40 Uhr fort.